Wie schaffen wir Lernangebote im Unternehmen, die wirklich, wirklich wirksam sind? Im Gespräch mit unseren Kundinnen nutzen wir dazu oft ein Tool, das ich dir heute kurz und überblicksartig vorstellen möchte. Das Learning Design Canvas, das kannst du dir unter der angegebenen Adresse runterladen und selbst ausprobieren. Also, worum geht es eigentlich und wie ist es aufgebaut? Beim Ausfüllen kreisen wir iterativ um das im Zentrum stehende Wertangebot und arbeiten es so immer feiner heraus. Wir fangen an, welches Problem soll durch das Lernangebot eigentlich gelöst werden? Und ein ganz wichtiger Punkt, wie stehen eigentlich die Lernenden dazu? Was ist deren Perspektive darauf? Dann, welche Randrahmenbedingungen im Unternehmen gilt es zu berücksichtigen und welche Partner können uns dabei unterstützen? Konkret, welche Lernformate wollen wir dafür eigentlich nutzen? Wie stellen wir fest, ob und wie wir Erfolg haben? Und wie begründen wir die notwendigen Investitionen? All diese Perspektiven gleichen wir permanent ab und überlegen, wenn wir das dann alles beachten, welchen Wert schaffen wir für die individuellen Lernenden, für die verschiedenen Teams und für die Organisation im Ganzen? Hast du Fragen dazu? Dann sprich mich oder meine Kolleginnen gerne an.